Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV Videowochenschau. 4 Monate ist es jetzt her, dass ich bei der Oldenburgischen Volkszeitung als Videojournalistin angefangen habe. Und deswegen dachte ich mir, zum Jahresende gibt es einmal eine Best-of-Sendung, einige Highlights der letzten 4 Monate. Viel Spaß! Nochmal loslaufen. Schöne Füßchen gerade setzen. Gerade setzen, gerade setzen, gerade setzen, gerade setzen, gerade setzen. Super! Neben mir steht jetzt Payman Armin. Wie gefällt es Ihnen denn hier in Lohne? Haben Sie schon was von Lohne gesehen? Noch nicht ganz so viel, aber ich habe, denke ich, schon mit das schönste Modegeschäft hier gesehen. Und ganz tolle, liebe Leute, die viel Spaß daran haben, hier beim Laufstegtraining teilzunehmen. Das ist Weißfleisch, Weiß, dann Linsengericht. Dann ja, und dann gibt es Hühnchen. Hühnchen im Öl. Die indische Küche machen vor allem Gewürze aus. Pa hat ja Kaplan Silber an der Wand, aber vor allem hat er sie im Schrank. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, gibt es so viele Gewürze. Ach ja. Und das sind vor allem alles Gewürze, die wir so gar nicht kennen. Wie kriegt man die hierher? Kann man auch in Fester kaufen. Ach. In Fester Asienmarkt. Also für uns war es eine schöne Saison, einmal zu sehen, dass wir mit sehr, sehr guten Bedingungen zu tun hatten. Wir hatten überhaupt keine Plagen und haben also für diese Saison oder in dieser Saison eine sehr positive Resonanz gezogen und hoffen auch, dass es so bleiben wird. Der Lohner Herbstmarkt ein Angebot für die gesamte Familie beinhaltet. Man kann hier, wie man sieht, im Riesenrad fahren, man kann einen Rundgang machen über den Kirmesplatz, aber man kann am Sonntag auch gemeinsam mit der gesamten Familie einkaufen gehen. Ich war schon so aufgeregt, weil ich jetzt wusste, dass die bald rauskommt und jetzt sehe ich das und denke, boah, geil bunt rosa, coole Farben und ja, das sind wir. Voll krass. Spiel, neues Glück. Jetzt mit Bobby K. alle 4 Kinder zusammen. Wir schaffen das. Ah, du lachst ja. Super, klasse. Ja, dann guck mal her. Dann guck mal her, ihr 4. Hallo. Das Handwerk nochmal direkt erleben, nicht irgendwie in irgendeinem Labor unter irgendwelchen Glasscheiben. Das ist schon eine tolle Sache und die Leute brauchen das für sich, diese direkte Erfahrung. Und das bekommen sie im Mittelalter, durch die Mittelaltermärkte eben auch. Der Fettmarkt heißt Fettmarkt, weil früher im Herbst das fette Vieh zum Markt getrieben wurde und dann dort dementsprechend verkauft wurde. Und an diese Tradition wollen wir anknüpfen mit dem Fettmarkt und deswegen wollen wir auch heute ein fettes Schwein versteigern. Das hört sich gut an und wie man heute so sagt, ist voll Fett hier beim Fettmarkt. Ja.
wann hat es denn vor dem 11.11. gekribbelt, weil es endlich wieder losgeht? So gesehen kribbelt es bei mir das ganze Jahr, weil ja insbesondere im Elverat immer irgendwas zu tun ist. Und das alles ja darauf hinweist, es geht wieder mal irgendwann los mit der Session. Und andererseits ist auch die letztjährige Session noch weiter, sagen wir, abzuwickeln. Also das Kribbeln wird natürlich zum 11.11. etwas merkbarer. An dieser Stelle möchte ich mich einmal bedanken bei allen, die bei den Videos mitgewirkt haben und wünsche im Namen der ganzen OV frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016.